Jetzt zu einer Geschichte aus Berlin. Sie spielt im guten alten Moabit, könnte aber so oder so ähnlich auch anderswo ablaufen. Ein Miethaus wechselt den Besitzer. Der macht das Objekt wieder schick. Das klingt erstmal ganz gut, ändert aber nichts daran, dass manche Mieter mit den Nerven fix und fertig sind. Sie weiß nicht recht, wohin mit ihrer Wut. Edeltraud Stark. Seit 47 Jahren wohnt die Rentnerin im selben Haus in Berlin-Moabit. Vor wenigen Tagen der Schock. Ihr Mietvertrag wurde fristlos gekündigt. Wir fordern Sie auf, die Wohnung spätestens bis zum 5.10.2010 zu räumen und an uns in vertragsgerechten Zustand herauszugeben. Und was machen Sie jetzt? Na gar nichts. Ich ziehe doch hier nicht raus. Angefangen hat der Ärger vor 4 Jahren mit dieser Großbaustelle im Hinterhof. Es war hier alles begrünt. Wir hatten eine, das sehen Sie nachher auf die Bilder, hier hatten wir einen Spielplan, Sandplatz, alles. Dann kaufte eine Eigentümergemeinschaft das Haus, in dem Edeltraud Stark lebt, und einige Nachbargrundstücke gleich dazu. Es begannen aufwendige Sanierungen. Gleich nebenan zog der neue Eigentümer einen Neubau in die Höhe. Und den hat er angefangen, hier auszuschaffen. Und da sind die Tiefgaragen. Ne? Ist es laut hier? Ja, jetzt im Moment geht es. Aber das war laut. Das war laut. Sie konnten hier kein Fenster aufmachen. Bis abends um 8. Für Edeltraud Stark und andere Bewohner Grund genug, die Miete zu mindern. Seit etwa einem Jahr zahlen sie 10% weniger. Mitte September dann der Brief des Hausverwalters. Sie sollen ausziehen. Und zwar schnell. Ich lasse mich nicht verscheuchen. Also das kommt nicht in Frage. Wir merken es ja, dass er das möchte. Nicht? Dass er uns loswerden will. Vor allen Dingen uns hier eben die älteren Mieter. Denn die Mieten, die sie zahlen, liegen weit unter dem, was Hauseigentümer hier in der Nähe des Schlosses Bellevue mittlerweile verlangen können. Und der Kiez in Moabit ist kein Einzelfall. Auch in anderen zentral gelegenen Wohnvierteln geraten alteingesessene Mieter unter Druck. Rainer Wild, Anwalt beim Berliner Mieterverein, kennt die Methoden geschäftstüchtiger Immobilieninvestoren. Ob ein Mieter, der gekündigt wird, wirklich zurecht gekündigt wird, muss sehr konkret überprüft werden. Wird hier dem Mieter vorgeworfen, dass er mit Mieten im Rückstand ist, muss selbstverständlich gegengerechnet werden, ob hier eine Minderung zum Beispiel stattgefunden hat. Wenn da zurecht gemindert wurde, braucht der Mieter auch nichts befürchten. Christa Henke fürchtet sich trotzdem. Auch sie minderte ihre Miete und auch ihr wurde zum 5. Oktober gekündigt. Dass wir so schnell jetzt nicht irgendwie herausziehen können, ist ja an für sich logisch. Ne? Zumal ich ja auch krank bin und immer noch nicht auf dem Posten. Ne? Ich war ja 4 Monate im Krankenhaus. Das geht ja alles nicht spurlos an einem vorüber. Ne? Die Hausverwaltung hält die Kündigungen für rechtens. Sie schickt eine Gegendarstellung, in der es heißt, die fristlose Kündigung erfolgte ausschließlich aufgrund erheblichen Zahlungsverzugs. Die Mieter wurden mehrfach angemahnt und aufgefordert, mit Fristsetzung ihre Mietschulden auszugleichen. Christa Henke kann mit dieser Begründung nichts anfangen. Manchmal hat man wirklich so die Schnauze voll, dass man raus möchte, ja. Bloß im Augenblick könnte ich es gar nicht gesundheitlich, ja. Dann vielleicht, wenn es mir mal wieder besser geht, vielleicht überlege ich es mir nochmal, ich weiß es nicht, ja. Dann geht der Lärm los, ja. Ja, das ist ja noch harmlos. Der Nervenkrieg in Moabit geht in die nächste Runde.